Erschienen seid, um eine kleine Fahrkindabbietung beiderseits beizuwohnen. Nun denn, ich mag... Ja, wir warten nur auf dich. Ich mag nicht allzu viel Palaver, denn mir ist kalt. Drum werde ich jetzt beginnen. Als erstes, benötige ich eine Schale, im Volksbund auch genannt die Feuerschale. Jene Feuerschale werde ich jetzt probieren zu entzünden. Sollte es mir wieder erwartet gelingen, bitte ich um einen frenetischen Applaus eurerseits. Habt ihr verstanden? Ja! Ich klappe auf Anhieb heute. Nun denn, wir beginnen. Als nächstes benötige ich, falls vorhanden, ein gelben Taschendrachen, damit entzünde ich jetzt die Schale. Falls es klappt. Der gelbe Taschendrache, der streikt. Drum benötigen wir jetzt. Nein, einen blauen Taschendrachen. Falls klappt. Du hast recht, Bede. Also der blaue Taschendrachen streikt auch. Geile Feuershow. Wer sagt dir was von Feuershow? Wir reden hier von Fakirshow, ja? Feuershow, das machen andere Idioten, nicht ich. Nein, wir probieren jetzt noch mal mit ein. Wieder ein gelben Taschendrachen. Die Schale brennt! Nun denn, wir machen sofort weiter. Halt, nein, bevor ich weitermache, muss ich erstmal was loswerden. Da hier vorne in der ersten Reihe lauter kleine Monster Kinder sind, muss ich es sagen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene und Leute, die noch mal erwachsen werden wollen, macht das, was ich euch hier vorne vorführe, zu Hause bitte, bitte nicht nach. Denn ich habe es 7 Jahre gelernt, ihr nicht. Demzufolge kann ich es. Ihr nicht. Ihr würdet euch wehtun. Ich mich. Manchmal. Und dann, wir fangen an, nur was Dramatisches. Mein Werkzeug alleine machen muss. Und ich
ich habe heute nur für euch bin ich heute früh gegen 13 Uhr zur nächsten Tanke hin, habe nur für euch ein klein wenig Benzin und besorgt, super bleifrei 1,49,9. Ja, Pyro ist teuer. Nun, das opfer ich jetzt für euch. Ja, mache ich nur für euch. Aber ich muss dir heute sagen, liebe Adia, es gibt kein Abendbrot. Nun, ich kippe es jetzt hier rein. Ja, da fließt ein Abendbrot da. Ja. Nun denn, wir kommen jetzt zu einer Nummer, die ich die El-Bandi-Nummer getauft habe. Wer kennt El-Bandi? Ja, dann müsste ja El-Bandi seine Nummern dauern nicht länger als 3 Sekunden. Nun ja, ich will El-Bandi ein wenig toppen. Ich will es innerhalb von einer Sekunde schaffen. Nun ja, wir beginnen. Hier ist eine brennende Fackel, hier nicht. Und dazwischen bin ich. Und meine Zunge. Ja. Wer hat das gesagt? Deine sexuelle Meinung wollte ich gar nicht wissen. Wärst du eine Frau, hätte ich es ja verstanden. Also. Und dann, wir fangen an. Es wird eine schnelle Nummer. Deswegen aufgepasst. Ich würde ja gerne. Hast du Mund? Ja, bleib mal hier stehen. Das ist zu gefährlich für mich. Hast du Mund? Das war geringfügig, aber ihr recht. Wir machen sofort weiter. Nun denn, liebe Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Und hier rede ich nicht, du hast mich über ein Meer als ich. Nun denn, wir machen sofort weiter. Kindern nicht nachmachen. Und du da mit den Trübeln, du machst es bestimmt nicht nach. Aber mein Bruder. Sonst muss ich aufhören. Mein Bruder. Aber ich hier. Das riecht der Feuerzucker. Bereich. Thank you.
denn, liebe Leute, hat's gefallen? Ja! Wollt ihr noch mehr? Ja! Okay, dann muss ich meine Hose erstmal zumachen. Nein! Und liebe Leute, mit Klatschen! Da du kein Kerl hast, kann ich dir genau sagen. Ich werde dir jetzt eine brennende, handelsübliche Hochzeitsfackel in die Hand geben, die du bitte hochhalten tust. Und irgendwann wird dir mal ein Kerl begegnen, der dich mal schlägt. Und sollte er dich noch mal schlagen, sagst du, ey Alter, ich habe eine handelsübliche Hochzeitsfackel zu Hause. Vielleicht magst du das. Und wenn du mich noch mal schlagen tust, dann stellst du dich vor mir hin. Dann nehme ich jede handelsübliche Haushaltsfackel, entzünde jene und du streckst deinen Arm aus, mit dem du mich geschlagen hast. Dann machst du den drüber in den Trumpf oder ich. Nun denn, und wenn du das nochmal machen tust, werde ich dich anstecken. Demzufolge streckst du deinen Arm aus und ich werde mit dieser handelsüblichen Haushaltsfackel hier raufgehen und dich hier anzünden. Gott, gar nicht. Ja, doch, ja. Danke. Ja, du, üb mal schon für später. Ich soll jetzt den Arm ausstrecken. Nein, du sollst die Fackel da nehmen, da rauspacken und dann anziehen. Oh, nee. Oh, ja. Aber wie ist denn dein Name? Ist egal. Also, erstmal Applaus für das Fräulein, ist egal. Also, Fräulein, ist egal. Irgendwann wird dir ein Kerl entgegenkommen, so wie ich. Okay. Dann nimmst du jede Fackel. Nimmst jede Fackel, packst sie hier rauf und ziehst sie dann so lang. Okay. Verstanden? Okay, wir üben's mal. Gleich. Okay. Nee, das war's doch nicht gewesen. Mich dürfst du ein bisschen härter anfassen, ich steh drauf. Ja, nimm die Fackel, pack sie hier rauf. Und dann ziehst du die so lang. Okay. Ja! Und dann, irgendeines Tages wird dir nochmal ein Kerl begegnen, der wird dich anschreien. Ja, so ein Arsch, sag ich ja auch. Und wenn du das nächste Mal machen tust, stellst du dich auf der Seite. Dann wird sich du gefährlich für mich und nur du kriegst einen warmen Arsch. Und dann, nun, der wird dich irgendeines Tages mal anschreien. Sollte er jenes tun, sagst du, ey Alter, knie dich vor mir nieder. Ich stolz nur an heute. Mach nochmal ein Mauerwerk auf und ich werde jede handelsübliche Haushaltsfackel bei dir in diesen Rachen reinrammen. Bist du soweit? Alter, handelsübliche Haushaltsfackel. Ja. Ah! Applaus für das Fräulein, ist egal! Danke. Bitteschön. Und dann, liebe Leute, hat's gefallen? Ja! Ja. Bei dir mäßig, du hast keine Ahnung. Danke. Bitte, du sollst mit deiner Klugheit nicht so fragen. Und dann, liebe Leute, hat's gefallen? Ja! Wollt ihr noch mehr? Ja! Wollt ihr was Gefährliches? Ja! Und dann, zieh mal die Handschuhe aus. Ja, nein! Doch! Nun, wir kommen jetzt zu einer sehr gefährlichen Nummer, die da heißt
Ihr werdet jetzt mal eure Hände hochheben. Denjenigen einzeln feigen, nimm hoch. Höher! Höher! Hände hoch! Hände schütteln! Hände nach vorne schütteln! Hände nach oben schütteln! Hände nach unten schütteln! Hände nach oben schütteln! Und nun sagen wir alle zusammen: Tschüss! Danke! Liebe Leute, hoffe, es hat gefallen. Falls es euch gefallen hat, sehen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. So Gott Marek will. Ansonsten geht an den Ständen, geht essen, saufen und vermehret euch. Danke. Tschüss.